Aarauer Beachvolleyspieler auf dem Weg in den Sommer, Zürcher Handballer auf dem Weg in den Cupfinal. Herzlich willkommen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, zum Goal. Mit unserem ersten Beitrag holen wir den Sommer in diesen kalten Tagen schon mal etwas näher. Trotz dem vielen Schnee, im Wind und der Kälte wird Beachvolley gespielt. In der Beachhalle in Aarau wird schon jetzt auf den Sommer hin trainiert. Nicole Dettwiler war vor Ort. Beachvolley. Wer denkt schon jetzt in dieser biesigen Winterkälte an Beachvolley? Natürlich sind das all die Leute, die wir im Sommer wieder auf den Sandplätzen bewundern. Hier in der Indoor-Beachvolleyballhalle im Torfeld Süd in Aarau wird fleissig für den kommenden Sommer trainiert. Die Halle ist bestrebt, allen Alters- und Fähigkeitsstufen entsprechende Trainings- und Wettkampfmöglichkeiten zu bieten, damit alle Sportler von den Amateuren bis zu den Profis auf den Sommer hin fit sind. Wie viel das die Amateure und Profis den Winter durch trainieren, sagt uns Markus Graber, Präsident der Meisterschaftskommission von Swiss Volley, gerade selber. Also es ist so, dass die Halle relativ gut ausgenutzt ist und das natürlich ein riesengroßer Vorteil ist für die richtigen Beacher, die ganz eigentlich nur aufs Beach setzen, dass die auch im Winter können in einer Beachhalle hier in Aarau trainieren können. Und wie gesagt, das sind Amateure, Anfänger zum Teil, aber auch Profis, also wirklich internationale Spielerinnen, die hier trainieren. Für jedermann bietet die Beachhalle in Aarau die optimale Voraussetzung. Der Ballsport kann mit allen Möglichkeiten betrieben und gefördert werden. Die Halle ist einfach optimal für den Beachvolleyballsport. Ob man das Feeling von den Aussenplätzen einigermaßen hinbringt, erklärt uns der Giacomo Sirania, Spielerverantwortlicher vom Swiss Volleyverband Aargau im Beachbereich. Man muss einfach unterscheiden, will ich das Feeling von aussen mit Sonne, Strand und schönen Leuten. Das ist es nicht. Die Halle ist da, dass man die Bewegungsabläufe im Sand kann reproduzieren kann. Und das ist wichtig, weil man ist heillos verloren, wenn man von der Hallensaison in den Sand rauskommt im Sommer. Dann hat man Weite und die Bewegungsabläufe im Sand. Man hat einfach das Gefühl, man versucht einmal und kommt nicht zum Sand raus. Und für das ist die Halle gut, dass man das kann trainieren, das Gefühl den Winter durch beibehalten und nachher, dass man parat ist, gerade vom ersten Turnier an, für aussen können zu spielen. Beachvolley ist eine totale Sommersportart. Sind Beachvolleyer eigentlich froh, wenn sie Zeit in der warmen Halle verbringen können und flüchten vor dem kalten Winterwetter? Es kommt immer darauf an, was wir vom Winter halten. Es gibt die Winterfreaks, die wollen raus gehen, Skifahren. Dann gibt es die, die finden, der Winter ist sowieso zu lang. Und dann ist es eine kleine Flucht von draussen, von dieser Kälte, in die Wärme hinein. Sie ist schön warm, man kann eigentlich mit ein paar Shorts und mit einem T-Shirt kann man Beachvolleyball spielen, ist im Sand drin. Der einzige Nachteil, du hast gesagt, wenn es schön ausgestattet, es fehlen 3 Plastikpalmen, dann wäre das Feeling perfekt. Beim Verband Swiss Volley hat in den vergangenen 15 Jahren einen grossen Wandel stattgefunden. Immer mehr Bereiche werden heute mit grossem Aufwand geführt und laufend den Bedürfnissen angepasst. Der Swiss Volley-Verband Region Aargau kann heute mit gutem Gewissen zu den bestorganisierten und zu den meist aktivsten Verbänden der Schweiz gezählt werden. Was die Hauptziele von dem Verband sind, erzählt uns der Markus Graber. Also wir haben eigentlich schon sehr viel erreicht. Wir haben die letzten 5 Jahre ein Nachwuchszentrum aufgebaut bei den Junioren und wir arbeiten hauptsächlich für die Junioren. Wir werden dieses Jahr, also im 06, werden wir wieder über 160 Turniere nur im Aargau haben. Und die Hälfte davon sind Juniorenturniere. Wir werden auch ein Nachwuchskader haben, wo wir jetzt dann in den 4 Wochen gehen wir auf Italien mit denen, 10 Tage auf Vorbereitung machen, also trainieren. Und unser Hauptziel ist eigentlich der Nachwuchs. Swiss Volley ist offen für alle Interessierten, die sich für Beachen interessieren und diese Sportart gerne möchten ausüben. Wenn wir euch daheim vor dem Fernsehen jetzt lustig gemacht haben auf den Sommer, dann probiert die Sportart doch einfach einmal aus. Unter rva.swissvolley.ch findet man alle nötigen Infos. Viel Spass! Oh!
Der TV Zur Handball ist zurzeit am Tabellenende der Swiss Handball League. Und trotzdem machen sich Zürer Hoffnungen, sich bereits am nächsten Wochenende einen Titel zu sichern. Wie das soll funktionieren, verratet euch Barbara Marti. Fast seit dem Saisonstart im letzten September ziert der TV Zur Handball das Tabellenende in der Swiss Handball League SHL. 6 von ihren 8 Punkten haben Zürer aber nach der Winterpause geholt. Es geht also aufwärts. Im Kopf, im mentalen Bereich, hat man auch gesehen, dass der Spieler immer wollte. Aber wie gesagt, es geht nicht so schnell. Man muss ein bisschen Geduld haben als junger Spieler. Und jetzt hat man trainieren. Und man merkt, dass dort im Kopf der Schritt passiert ist. Grund zum Abheben hat man aber sicher noch nicht. Die Playoffs sind nicht mehr zu erreichen. Das Saisonziel ist schon seit längerer Zeit klar. Wir haben ein klares Ziel, das ist der Ligaerhalt. Und ich denke, wenn wir so weitermachen, werden wir es auch schaffen. Der TV Zur Handball hat aber noch ein zweites Eisen im Feuer. Im Schweizer Cup hat man sich für ein Halbfinale qualifiziert. Am 18. März trifft man auf den BSV Bern Muri und will sich dort für ein Finale vom Sonntag, 19. März, aufdrängen. Ungeachtet von der aktuellen SHL-Tabelle. Cup ist immer etwas Spezielles. Im Cup ist vieles möglich. Da kann auch der Underdog Cup-Sieger werden. Und da werden wir sehen, was wir dort im Stand sind. Wir haben jetzt gegen Bern gewonnen, klar. Wobei, wie gesagt, im Cup herrscht eine andere Situation. Es sind ein bisschen andere Gesetze, die dann in diesen Spielen dann passieren und herrschen. Und da werden wir mal schauen, wie viel das wir rausholen können. Rechtzeitig auf dem Cup-Halbfinale hat Robi Kostadinovic sein Comeback nach einer halbjährigen Verletzungspause gegeben. Und dann hofft man natürlich beim TV Zur Handball noch auf einen weiteren wichtigen Erfolgsfaktor. Das Publikum und die treuen, lautstarken Fans. Weil man doch eben, wie gesagt, eine junge Mannschaft hat und wenn wir noch so ein starkes und sehr gutes Publikum haben, wie zurzeit, dann ist das quasi der siebte Mann auf dem Feld. Und wenn das so weiter anhält, dann kommt das eigentlich gut. Auf Seite der Saurer ist man also zuversichtlich, den Göpsieg zu holen. Wir hoffen, dass am 18. März der ganze Aargau in die Zürcher Saalsporthalle pilgert. Und dann werden wir dort gegen BSV Bern wieder gewinnen, damit wir ins Finale kommen. Wir sind gespannt, ob der TV Zur Handball seine Pläne verwirklichen kann. Habt ihr Fragen, Anregungen oder wenn ihr einfach einen Beitrag noch einmal seht, dann geht doch auf unsere Homepage goaltv.ch. Wir kommen jetzt zu den News mit dem Rolli Marti. Zuzug bei den Oberentfelder Faustballer. Der Hallenvizemeister STV Oberentfelden bekommt mit dem 19-jährigen Formwalder Oliver Hodl Verstärkung für die Feldsaison 2006. Der Oliver Hodl hat zuletzt beim Nationalliga B-Team von Neuendorf gespielt und zusätzlich mit Oberentfelden im Hinblick auf die U18-WM im Jänner in Chile trainiert. Dort hat er zu den Leistungsträgern im Schweizer Team gehört. Im Sommer 2004 war er Mitglied der Schweizer Mannschaft, die in Jona den U18-Europameistertitel gewonnen hat. Grundkurs für Inlineskater. Ende März und Anfang Mai startet Aarau unsere gesunde Stadt verschiedene Grundkurse für das Inlineskating. Nebst sicherem Skaten, Bremsen, Stürzen wird auch das Gleichgewicht geschult. Dazu gibt es diverse technische Übungen und Materialkunde. Infos gibt es auf aarau-unsere-gesunde-stadt.ch. Gold und Silber für den SC Aarefisch. An der Schweizer Halle Juniorenmeisterschaft im Wasserspringen in Muttenz haben erstmals seit Jahren auch zwei junge Aarefisch-Athletinnen in der Kategorie Junioren D-Meitli teilgenommen. Die 9-jährige Viviane Barth aus Küttingen hat sich der Titel von der Junioren-Schweizermeisterin im 1-Meter-Sprungbrett geholt, vor der 10-jährigen Margarita Alm aus Aarburg. Und bereits sind wir wieder am Ende unserer aktuellen Goal-Ausgabe angekommen. Danke fürs Interesse. Uns würde es freuen, wenn ihr das nächste Mal wieder dabei seid. Ade miteinander.